Corona war längst nicht für alle schlecht. Für einige hat es richtig viel Geld gebracht. Denken Sie an die steinreichen Supermarktketten wie Aldi oder Lidl. Die haben die Umsätze ihres Lebens gemacht, weil so viel gehamstert wurde. Aber mit welcher Personalpolitik gelang es diesen Supermarktketten eigentlich, ihre Läden offen zu halten? Dahinter verbirgt sich ein schmutziges Geheimnis, das für uns alle gefährlich ist. Ich sage Ihnen die ganze Wahrheit. Mein Name ist Martin Wehle, Buchautor und Karriereberater. In diesem Video werde ich Ihnen sagen, wie unglaublich schlecht die jetzt als Helden gefeierten Mitarbeiter in den Supermärkten behandelt und bezahlt werden. Es sind Praktiken dabei, die werden Sie entsetzen. Und am Ende wende ich mich mit einem direkten Appell an die Supermarktmilliardäre Albrecht und Schwarz. Und für diesen Appell, da werde ich Ihre Unterstützung benötigen. Das wird spannend und interessant auch für alle, die in Supermärkten arbeiten. Das verspreche ich Ihnen. Was ist passiert in den letzten Wochen? Ganz Deutschland macht den Laden dicht, ganz Deutschland ist in der Krise, ganz Deutschland meidet soziale Kontakte. Und was tun die Angestellten der Supermärkte, die Kassiererinnen und Verkäufer? Während alle aus dem brennenden Haus rausrennen, rennen sie rein, stehen von morgens bis abends in ihren Läden, setzen sich Tausenden von Kontakten aus und riskieren ihre Gesundheit. Ein einziger Anruf beim Arzt hätte während der Krise gereicht, um eine Krankschreibung zu bekommen. Aber nein, das Verkaufspersonal, das geht zur Arbeit. Zum eigenen möglichen Schaden, aber zum Nutzen der ganzen Gesellschaft. Ohne sie, ohne dieses Personal, hätten wir leere Teller und hungrige Bäuche gehabt. Ohne sie wäre gar nichts gegangen. Für mich sind diese Frauen und Männer Helden. Ich ziehe den Hut und ich verneige mich. Aber jetzt werfe ich die Frage auf: Wie werden diese Helden im Alltag von ihren Arbeitgebern behandelt? Es gäbe die Möglichkeit, sie fürstlich zu bezahlen, denn die Supermarktketten, die fahren Riesenrenditen ein. In der Liste der reichsten Deutschen findet sich weit vorne Dieter Schwarz von Lidl mit einem Vermögen von etwa 25 Milliarden US-Dollar. Das sind 25.000 mal eine Million. Und auch Beate Heister und Karl Albrecht Junior, zwei der Aldi-Erben, es gibt noch mehr, die haben ein Vermögen von etwa 29 Milliarden US-Dollar gestapelt. Diese unvorstellbaren Geldströme, die sind in die Taschen der Ketteninhaber geflossen, aber wie kommen sie dahin? Weil fleißige Mitarbeiter dieses Geld Tag für Tag erwirtschaften. Mitarbeiter, die morgens den Supermarkt aufschließen, die schwere Lasten heben, Waren einsortieren, Preise ausweisen, Kunden begrüßen, an der Kasse sitzen, die Abrechnungen machen, Warenwirtschaft betreiben, sich viele Unfreundlichkeiten im Laufe eines Tages gefallen lassen müssen und abends den Supermarkt wieder abschließen und natürlich einen Schuss für den nächsten Morgen bringen. Ohne diese Frauen und Männer wäre ein Supermarkt nur wertlos, nur ein Warenlager. Ohne diese Frauen und Männer wären die Familien Albrecht und Schwarz nie Multimilliardäre geworden. Darum blutet mir das Herz, wenn ich sehe, wie Supermarktriesen ihre eigenen Mitarbeiter behandeln. Das geht bei den Gehältern los. Zwar hat Lidl einen internen Mindestlohn von 12,50 Euro festgelegt, aber das ergibt dann auch nur einen Monatslohn von 2.175 Euro. Laut Gehalt.de liegt der Durchschnittslohn in einem deutschen Supermarkt gleich welcher Kette bei 2.250 Euro etwa. Auch wenn Aldi und Lidl etwas über Branchenschnitt bezahlen, ist das immer noch höchst mickrig. Und jetzt lüfte ich das Geheimnis, woher die vielen Mitarbeiter in der Krise kamen und kommen. Ganz einfach. Die meisten Verkaufskräfte bekommen keine Vollzeitverträge. Auch wenn sie solche Verträge wollen, sie bekommen einfach keine. Die Supermarktketten ziehen es vor, dass eine ganze Armee aus Dutzenden von 16 oder 20 Stundenkräften auf Abruf bereitsteht. In nahezu allen Filialen gibt es mehr Teilzeit- als Vollzeitkräfte. Das ist natürlich praktisch für die Supermarktketten, gerade jetzt in der Krise. Aber es ist fatal für die Teilzeitangestellten. Zum Beispiel habe ich eine Verkäuferin beraten, die nur eine 16-Stunden-Stelle hatte. Tatsächlich aber hat sie pro Woche 25 bis 30 Stunden gearbeitet und stand rund um die Uhr auf Abruf bereit. Sobald es eine Lücke im Dienstplan gab, musste sie Gewehr bei Fuß springen. Dennoch wurde eine Aufsteckung ihrer Stelle abgelehnt. Das Kalkül der Supermärkte, übrigens nicht nur von Aldi und Lidl, sieht so aus. Wer eine 40%-Stelle hat,
hat auch nur Anspruch auf 40% des Urlaubs, 40% des Krankengeldes und 40% der sonstigen Sozialabgaben. Außerdem steht diese Teilzeitkraft oft rund um die Uhr zum Einspringen parat. Das sind also Kräfte, die nahezu wie Vollzeitkräfte verfügbar sind zu mickrigen Teilzeitgehältern. Das ist eine knallharte Ausbeutung, finde ich. Aldi und Lidl springen mit ihrem Personal nicht gerade schonend um. Schon vor Corona standen die Mitarbeiter unter hausgemachtem Dauerstress, etwa durch Testkäufe. Das sind bezahlte Ladendiebe, die der Arbeitgeber selber losschickt. Zum Beispiel sind solche Fälle von Aldi bekannt. Gelingt es den Testkäufern, ein Produkt an der Kassiererin vorbeizuschmuggeln, etwa unter einem Korb im Einkaufswagen versteckt, kassiert diese Kassiererin eine Abmahnung. Interessanterweise wird dieser Trick vor allem gegenüber Mitarbeiterinnen angewandt, die zum Beispiel Kritik an engen Dienstplänen geübt haben oder Todsünde sich gar für einen Betriebsrat stark machen. Betriebsräte fürchten die Discounter wie den Teufel. Sie liquidieren ganze Filialen oder gliedern sie aus, nur um einen Betriebsrat zu verhindern oder einen bestehenden wieder loszuwerden. Mir fällt nur ein Grund ein, warum Betriebsräte mit aller Macht unterbunden werden. Die Mitarbeiter werden schlechter behandelt, als es die Polizei bzw. das Gesetz erlaubt. Und diesen Verdacht hat mir eine ehemalige Lidl-Filialleiterin bestätigt, die ich 2011 in der Talkshow von Markus Lanz kennengelernt habe. Ulrike Schramm de Robertis. Sie hat als Betriebsrätin engagiert gearbeitet und geriet ins Fadenkreuz ihres Arbeitgebers. Sie wurde drangsaliert durch Taschenkontrollen. Sie wurde zeitweise isoliert von ihren Kollegen und von ihrem Vorgesetzten. Da wurde sie verbal niedergemacht und sogar auf einem nächtlichen Parkplatz mit dem Auto attackiert. Das muss man sich mal vorstellen. Psychoterror nicht vom Feinsten, sondern vom Allergemeinsten. Durch einen Arbeitgeber, der vor einigen Jahren einen Skandal verursachte, als er seine Mitarbeiter heimlich mit Minikameras ausspähte, ihre Toilettengänge festhielt und über ihre Liebesverhältnisse mutmaßte. Jetzt habe ich eine dringende Forderung an die Supermarktmilliardäre. Sehr geehrte Frau Heister, sehr geehrter Herr Albrecht, sehr geehrter Herr Schwarz. In der Corona-Krise, nehme ich an, haben Sie mehr Geld als je zuvor verdient. Riesige Zusatzgewinne durch Hamsterverkäufe. Wie wäre es, diese Überschüsse diesmal nicht in Ihre eigene, schon reichlich volle Tasche zu stecken, sondern sie an Ihr Personal als Prämie auszubezahlen? Geben Sie dieses Geld an die Leute weiter, die in der Corona-Krise ihren Kopf riskiert haben und die Sie vorher schon unfassbar reich gemacht haben. Schlagen Sie keinen persönlichen Gewinn aus dieser Krise. Seien Sie solidarisch, es wird Ihrem ramponierten Image als Arbeitgeber sehr, sehr gut tun. Ihre Leute, die haben viel riskiert, Ihre Leute, die haben alles gegeben und die bekommen nur kleine Gehälter, die haben dieses Geld verdient. Und wenn wir schon so nett im Gespräch sind, ich rede so selten mit Milliardären, sorgen Sie bitte dafür, dass der Teilzeitwahnsinn in Ihren Filialen beendet wird. Wenn genug Arbeit da ist und jemand seine Stunden aufstocken will, dann muss das auch möglich sein. Es ist unanständig, sich eine billige Armee aus Bereitschaftskräften zu halten, und hören Sie bitte auf damit, Ihrem Personal durch Testkäufe und Taschenkontrollen das Allerschlechteste zu unterstellen. Spätestens in der Krise haben Sie doch gesehen, wie verantwortungsvoll Ihre Leute arbeiten. Erkennen Sie das an und lassen Sie Betriebsräte zu, so wie es das Gesetz vorsieht. Diese Betriebsräte können auch für Sie wertvoll sein, denn die sagen Ihnen, wo der Schuh bei Ihren Mitarbeitern drückt, und je zufriedener Ihre Mitarbeiter sind, desto besser werden Ihre Geschäfte laufen. Liebe Zuschauer, bitte teilen Sie dieses Video mit möglichst vielen Menschen. Gemeinsam können wir es durchsetzen, dass die Corona-Helden und Heldinnen ihre verdiente Prämie bekommen. Und überhaupt bessere Arbeitsbedingungen, denn das haben die verdient. Apropos, schauen Sie sich dazu unbedingt mein Video "Wie deine Firma dich zerstört" an. Ein Video darüber, wie die schlechten Arbeitsbedingungen in Deutschland aussehen und wie viele Menschen darunter leiden. Sie vielleicht auch. Ich verlinke Ihnen das oben in der Infobox und unter diesem Video. Und jetzt freue ich mich sehr, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, am besten mit Glocke. Dann bekommen Sie immer Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Es erwarten Sie 3 spannende Themen pro Woche. Wir sehen uns, ich freue mich, Ihr Martin Wehrle.